Onitofu. Also echt erstaunlich. Das war jetzt kein präparierter Stock, kein Zaubertrick, sondern alles echt. Wie schaffen Sie das, keine Schmerzen zu verspüren, während ein Stock auf Ihrem Rücken zerschmettert wird? Das schafft man durch Qigong, einem Körpertraining. Indem wir Nerven und Muskelkraft trainieren, stärken wir nämlich den Blutkreislauf und steigern so die Lebensenergie Qi. Könnte man so auch andere körperliche Schmerzen ausschalten, wie Bauchschmerzen zum Beispiel? Im alten China gab es keine westliche Medizin. Damals nutzte man eben Qigong, um alle Arten von körperlichen Schmerzen zu verringern, wie etwa Bauchschmerzen. Man befreit den Geist, das ist sehr gesund. Was steckt denn hinter dieser Kampfkunst? Warum lassen Sie sich freiwillig schlagen? Eine sehr gute Frage. In erster Linie trainieren wir nämlich für ein langes Leben, aber auch zur Selbstverteidigung. Warum Verteidigung? Wenn Sie zum Beispiel auf der Straße angegriffen und dabei geschlagen werden, dann ist das schmerzhaft und Sie können sich nicht wehren. Wir trainieren also, um in solchen Situationen schmerzfrei zu sein. Können wir das auch mal probieren, so in einem Schnellkurs? Qigong muss man sehr lange trainieren. Auf die Schnelle kann man die Fähigkeit nicht erlangen. Aber natürlich können wir mit dem Training beginnen. Dann machen wir Qigong für Anfänger. Ja, okay. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt nach der Übung so ein Schlag in den Bauch mir weniger wehtut. Aber was geht eigentlich in unserem Körper vor, wenn wir Schmerzen haben? Schmerz, kein schönes Gefühl. Dabei ist er für unsere Gesundheit sehr wichtig. Denn der Schmerz schützt unseren Körper. Durch ihn können wir Verletzungen und Entzündungen punktgenau registrieren. Alle höheren Lebewesen sind mit einer solchen Art Alarmanlage ausgestattet. In Haut, Muskeln, Gelenken und Organen befinden sich freie Enden von Nervenfasern, sogenannte Nozirezeptoren. Beschädigtes Zellgewebe setzt Botenstoffe frei. Die Schmerzrezeptoren reagieren sofort auf diesen chemischen Reiz. Sie wandeln diesen Reiz in elektrische Impulse um. So wird das Schmerzsignal von den Nervenfasern zum Gehirn weitergeleitet. Allerdings werden die Signale im Rückenmark noch gefiltert. Nur wenn die Frequenz des Schmerzimpulses stark genug ist, darf er als Schmerz passieren. So vermeidet das System einen Fehlalarm. Im Gehirn angelangt, löst der Schmerzimpuls eine ganze Kaskade von Reaktionen aus. Das Signal gelangt als akuter Schmerz ins Bewusstsein. Schmerz kann auch rein psychischer Natur sein. Die Hirnaktivität von Probanden mit Liebeskummer wurde in einem Test gemessen. Das Überraschende? Bei den Hirnscans zeigte sich, dass Herzschmerz im gleichen Hirnareal verarbeitet wird wie Verletzungen des Körpers. Durch Konzentration Schmerzen unterdrücken? Wir fahren jetzt mal an die Charité und befragen dazu einen Mediziner. Professor Stein, wie erklärt sich ein Schulmediziner, dass der Shaolin-Großmeister keine Schmerzen spürt, wenn er den Schlag abkriegt? Er hat sehr lange trainiert und hat das geschafft, durch Training seine Aufmerksamkeit so von diesem Schmerzereignis abzulenken und sich auf etwas anderes zu konzentrieren, dass dieser Schmerz
praktisch nicht mehr ankommt im Gehirn. Was heißt ablenken für unser Nervensystem? Normalerweise, man kann sich das vielleicht vereinfacht an diesem Bild vorstellen, kommt so ein Schmerzreiz oben zum Beispiel auf der linken Hirnhälfte an und er schafft es durch seine Konzentration, sich so auf seine rechte Hirnhälfte zu konzentrieren, dass der Schmerz nicht mehr so wahrgenommen wird. Der Shaolin-Mönch hat sich ja auch vorbereitet auf den Schmerz durch Atemübungen, aber auch mit seiner Muskulaturanspannung. Also was für eine Rolle spielt dabei denn noch die Physiologie? Die Muskulatur ist ein Mittel zum Zweck. Er konzentriert sich auf diese Muskelanspannung, um sein Gehirnareal so abzulenken, sein Gehirn so abzulenken, dass ein anderes Areal in den Mittelpunkt rückt und nicht das Schmerzareal. Aha, das heißt, man muss also gar nicht jetzt eine Mordsbauchmuskulatur haben, um hier was auszuhalten, sondern man muss sich nur auf die Muskulatur konzentrieren. Das ist das Wichtigste dabei. Schmerzen eindämmen, Kraft der mentalen Stärke, das ist also möglich. Aber im Fall einer Operation vertraut man ja dann doch lieber der guten alten Narkose. Aber auch in westlichen Krankenhäusern ist mittlerweile eine Methode der Schmerzunterdrückung angekommen, der eine gewisse Obskurität anhaftet. OP-Alltag der Universitätsklinik Lüttich in Belgien. Die Anästhesistin Marie-Elisabeth Fermonville bereitet ihre Patientin auf die Operation vor. Das Besondere, die Ärztin setzt auf Hypnose anstelle einer Vollnarkose. Patienten, die einen Medikamentencocktail ablehnen, erhalten stattdessen nur eine minimale Dosis Schmerzmittel. Danach versetzen sie sich mit Hilfe der Ärztin in eine hypnotische Trance. Der Hypnosezustand ist ein spezieller Bewusstseinszustand. Die Person versetzt sich selbst in diesen Zustand. Und wenn sie in den Zustand hineingeglitten ist, dann erfährt sie ein anderes Verhältnis mit sich selbst und mit der Umwelt. Und auch ihre Art und Weise, wie sie Suggestionen aufnimmt, verändert sich komplett. Und sie hat nicht mehr die gleiche Möglichkeit, die Situation zu analysieren und auch die Möglichkeit, etwas zu beurteilen, ist komplett verändert in dieser Situation. Seit mehr als 20 Jahren erforscht Marie-Elisabeth Fermonville, was unter Hypnose im Gehirn passiert.